Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Reisebüro auf dem Rodenhof. Das Reisebüro mit dem kostenlosen Flughafentransfer. Am Montag verpflichtete der 1. FC Saarbrücken Marcel Gauss. Wir sprachen heute mit seinem Trainer und natürlich mit ihm selbst. Klar ist, wir wollten Spieler für die Position holen. Es war ja auch so angedeutet, wenn was passiert, dass wir auf der Position dann jetzt im Winter dann nachbessern wollen. Wir waren da mit verschiedenen Spielern, auch mit jungen Spielern im Kontakt, haben da was versucht umzusetzen. War auch Marcel Gauss gegenüber so klar kommuniziert. Letztlich haben sich Spiele anders entschieden, sind bei ihren Vereinen geblieben oder woanders hingewechselt. Und ich denke, da haben wir mit Marcel Gauss auch eine gute Ergänzung einfach zum Kader, hat einfach über Jahre bewiesen, wo er viele Spiele in der zweiten Liga Stammspieler war, gute Leistungen gebracht hat, und haben ja aus den Gesprächen einfach gemerkt, dass er brennt für eine neue Aufgabe auch, dass er da motiviert ist und da unterstützen möchte, dass wir einfach gemeinsam erfolgreich sind. Ja. Jetzt hat er eben individuell trainiert, ja. Wie ist denn sein Fitnessstand? Fitnessstand ist gut. Glaub, er hat vielleicht ein bisschen zu viel trainiert auch. Entsprechend hat er so eine kleine Überlastungsreizung, wo wir sagen, da gehen wir jetzt vorsichtig vor. Wir wollen ihn jetzt von Tag zu Tag steigern und gucken dann, dass wir ihn bald an die 100% bekommen, dass er dann auch komplettes Mannschaftstraining mitmachen kann. Und da sind wir spätestens nächste Woche definitiv beim kompletten Mannschaftstraining und müssen dann sehen, ob das jetzt Richtung Wochenende schon reichen kann. Wahrscheinlich eher nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Ja. Für ihn wird dann wahrscheinlich, wenn er dann zum Einsatz kommt, Carlo Rizzuto auf die andere Seite wechseln. Ist das so die Idee? Es ist ja jetzt nicht gesagt, dass Marcel Gauss kommt und er spielt direkt von Anfang an. Ich glaube, wir haben schon auch bewiesen, dass wir eine funktionierende Mannschaft haben. Und trotzdem haben wir noch sehr, sehr viele Spiele und wollen vorbereitet sein, auch in der Breite, dann gerade für die Position dann einen Spieler zu haben, wo wir die Überzeugung haben, dass er auch direkt funktioniert. Weil letztlich, Carlo Vieira Rizzuto hatten wir so mit dem Gedanken für die rechte Seite verpflichtet. Er kann auch links, hat er jetzt bewiesen. Und trotzdem so der Gedanke, was passiert, wenn er sich verletzt hätte. Und deswegen war klar der Gedanke zu sagen, wir brauchen für die Position noch einen Spieler, der einfach dann direkt auch funktionieren kann. Und das ist definitiv dann auch eine Option zu gucken, wenn dann Marcel Gauss links spielen würde, ob dann Rizzuto dann auch rechts spielt. Aber letztlich muss man das dann sehen, wie die Spiele jetzt laufen, wie die Trainingseinheiten einfach sind. Und bin aber optimistisch, dass er einfach der Mannschaft weiterhelfen kann. Okay, hallo Marcel, direkt aus Düsseldorf hier an die Saar. Wie war das erste Training für dich jetzt? Ja, ich denke, das ist jetzt einfach ein Ankommen. Die Jungs kennenlernen schnellstmöglich. Ich bin froh, dass ich endlich wieder in einem Rhythmus dann reinkomme, den ich auch die Jahre davor gewohnt war. Und dementsprechend freue ich mich, Teil von der Mannschaft zu sein. So den einen oder anderen kenne ich noch aus der Vergangenheit. Ich denke, das ist dann auch immer ganz gut zum Einstieg, um dann in der Truppe auf Fuß zu fassen. Ja, Julius Biada zum Beispiel müsste einer von denen sein, mit denen du noch zusammengespielt hast, bei Kaiserslautern nicht? Nee, den habe ich nicht mehr erlebt, aber vorher Steven Zellner und Sebastian Jakob. Mit denen hatte ich noch in Lautern zusammengespielt. Rizzuto kenne ich auch noch aus der Zeit. Ja. Dementsprechend hat man den einen oder anderen auf dem Platz sowieso auch schon öfter getroffen. Und da sollte es, glaube ich, keine Anpassungsschwierigkeiten geben. Rüdiger Zehl hat es vor ein paar Wochen schon gesagt, dass man, wenn man jemanden verpflichtet, dann jemanden, der direkt weiterhelfen kann. Ist das bei dir der Fall? Siehst du das so? Ja, das hoffe ich doch. Ich denke schon, dass ich aufgrund meiner Erfahrungen und auch generell meiner Qualitäten der Mannschaft mit Sicherheit helfen kann. Natürlich geht es trotzdem jetzt in den ersten Tagen auch darum, schnellstmöglich alles auch kennenzulernen. Spielsystem, Mannschaft, Art und Weise, wie die Mannschaft spielt. Weil es natürlich auch von Mannschaft zu Mannschaft immer ein Unterschied ist, wie die Mannschaften spielen. Und da geht es für mich jetzt eigentlich nur darum, die Abläufe schnellstmöglich auch kennenzulernen. Rüdiger Zehl, mit dem haben wir eben gesprochen, hat gesagt, du hast wahrscheinlich in deiner Freizeit, die dir jetzt eben so bedingt durch den nicht vorhandenen Vertrag eben hattest,
eigentlich zu viel gemacht und da hast jetzt eine leichte Überreizung. Mhm. Dass es erstmal noch ein bisschen dauert, bis du wieder reinkommst. Ne? Ja, ich denke, das ist jetzt keine große Geschichte, aber in der Tat war es so, dass ich in der freien Zeit, gerade zwischen Weihnachten und Neujahr, extrem viel trainiert habe. Und daraus ist halt eine Kleinigkeit entstanden, was jetzt nichts Weltbewegendes ist, aber trotzdem halt ein, zwei Tage angeschaut werden muss. Aber das passt auch ganz gut, weil aktuell eh noch ein paar Testungen anstehen. Und dementsprechend kann man das beides kombinieren. Gut, jetzt läuft dein Vertrag erstmal nur bis zur Saison, bis zum Saisonende. Du hast drei Kinder, wie managst du das Ganze denn? Ja, die Familie ist schon seit heute auch hier in Saarbrücken. Dementsprechend werden wir jetzt die ersten Tage im Hotel sein, aber uns ist auch wichtig, zeitnah dann eine eigene Wohnung zu beziehen, damit wir uns auch richtig wohlfühlen können. Es ist auch wichtig für den privaten Alltag, dass man da sehr gerne nach Hause kommt, und auf Dauer ist, glaube ich, eine Hotellösung dann mit drei Kindern schwierig. Ja. Dementsprechend machen wir uns auf die Suche, aber die ersten Tage werden wir jetzt im Hotel verbringen, ganz gemütlich, sondern dann alles nach und nach sortieren, weil jetzt doch vieles auf einmal auf einen dann auch hereinbricht, und das werden wir jetzt sortieren in den nächsten Tagen und dann auch gute Lösungen finden. Was kannst du denn außer der linken Schiene noch so spielen? Was wäre denn für dich okay? So, ich habe in der Vergangenheit nur in den letzten Jahren eigentlich linker Verteidiger, links vorne gespielt, teilweise auch auf der 6 in den Vereinen, in unterschiedlichen Systemen. Natürlich, je älter man wird, desto erfahrener wird man, desto entspannter geht man auch mit Positionswechseln um. Dadurch, dass ich dann auch viel wirklich vorne links und hinten links immer wieder getauscht habe, so wie es halt gebraucht wurde, denke ich, wird es da keine Anpassungsschwierigkeiten geben. Trotzdem, klar, ist das vom System zu System dann auch immer ein Stück weit abhängig, ob mit Dreier- oder Viererkette gespielt wird. Und dementsprechend gibt es dann auch unterschiedliche Abläufe. Aber dadurch, dass wir wirklich in den letzten Jahren in den Vereinen, wo ich gespielt habe, dann auch viel durchprobiert haben, viele Sachen auch gewechselt haben, bin ich da, glaube ich, ordentlich aufgestellt, die Position auch dann dementsprechend auszufüllen. Ja, prima. Wie siehst du es? Der Rüdiger Ziel hat gemeint, Elversberg könnte noch knapp werden. Was ist deine Meinung? Ja, ich denke auch, Elversberg wird ein Stück weit knapp aufgrund der Thematik, die noch aktuell vorhanden ist. Aber dann ab nächster Woche, denke ich, sollte man dann relativ schnell auch den Anschluss finden. Viel Erfolg und vielen Dank. Vielen Dank.